Morgen ist es soweit. Tencent geht live auf Uniswap. Das heißt, du kannst Tencent kaufen und auch handeln. Ich zeige dir im Video ganz genau, wie du das machen kannst. Du brauchst dafür nur eine Wallet, zeige ich dir im Video, und Ethereum. Das kannst du in einem anderen Video herausfinden. Ich freue mich schon mega, dir das Ganze zu zeigen, wie du das einfach kaufen kannst. Und dann wünsche ich dir mega viel Spaß mit dem Video und let's go! Cybersecurity. Be part of IT. Okay, als erstes brauchen wir eine Krypto-Wallet und hier verwenden wir MetaMask, denn MetaMask kann die meisten alternativen Coins eben verwenden, traden und auch ja, speichern sozusagen. Gut, dafür müssen wir das Ganze runterladen. Wir gehen hier auf metamask.io, klicken auf Download und installieren, hier auf den Button klicken, dann eben das Firefox Plugin für MetaMask. Dann hier unten einfach auf Add to Firefox. Wenn ihr Chrome nutzt, geht das genauso. Eben halt auch das Add-on installieren und dann kurz warten. Dann müssen wir hier auf Hinzufügen klicken. Und wir sehen jetzt, hier öffnet sich ein neues Fenster. Wir haben hier rechts oben jetzt auch, by the way, das MetaMask Icon, da können wir dann später auch drauf klicken. Dann klicken wir hier auf erste Schritte und der Kopf bewegt sich gleich mal mit. Das finde ich cool. Jetzt klicken wir hier ein neues Wallet erstellen. Dann klicken wir hier auf No Thanks. Wir wollen denen jetzt nicht allzu viele Daten geben. Und wir verwenden jetzt hier ein Passwort. Das merken wir uns und schreiben wir uns auch gleich auf. Macht bitte da eine Textdatei oder schreibt es euch auf ein Blatt Papier. Das ist extrem wichtig, um später wieder an eure Coins ranzukommen. Also bitte aufschreiben. Dann klicken wir hier auf Erstellen, nicht speichern. Gut, dann müssen wir jetzt unseren Schlüssel anschauen. Den zeigt ihr bitte keinem und der ist nur für euch. Ist jetzt nur ein Demo-Video, deswegen seht ihr das. Das einmal kopieren oder merken, aufschreiben, je nachdem. Dann gebe ich das schnell in den Editor ein und dann einmal speichern. So, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr auf Weiter klicken und hier müsst ihr jetzt eben die Sachen wieder so eingeben, wie es war. Und wenn ihr das dann alles richtig eingegeben habt, könnt ihr hier auf Bestätigen klicken. Dann alles erledigt, herzlichen Glückwunsch und jetzt habt ihr hier eure Wallet. Ihr könnt jetzt hier Start Swapping klicken und dann könnt ihr auch schon eure Coins senden und so weiter. Ihr müsst jetzt hier auf Abbrechen klicken und Token hinzufügen. Nachdem ihr dann hier auf Suchen seid, klickt ihr auf Custom Token. Custom Token. Sprachfehler ist da. Und dann kopiert ihr den Code, der unter dem Video ist. Der sieht so aus. Der geht mit 0x7FF los. Und dann seht ihr hier Symbol Tencent und 18. Wenn das bei euch dort steht, alles richtig gemacht, hier einfach auf Weiter klicken. Jetzt sehen wir hier Guthaben, wir haben jetzt noch 0 Tencent und wir können jetzt hier einfach auf Token hinzufügen klicken. Das war's jetzt hier erstmal, wir kommen später hierhin wieder zurück. Danach geht ihr auf uniswap.org und hier seht ihr einen Button namens Connect to a Wallet. Hier klickt ihr drauf und wählt MetaMask aus. Dann dauert es kurz. Ihr klickt hier einfach auf Weiter und klickt auf Verbinden. Danach ist das Ganze verbunden. Dann klickt ihr auf Token auswählen und zwar tun wir jetzt hier wieder die Adresse, die unter dem Video ist, einfügen. Die sieht wieder so aus. Dann klicken wir auf Import und akzeptieren die Risks. Dann klicken wir hier auf Importieren. So, wenn das dann so aussieht, dann kannst du auch schon Ethereum in Tencent umwandeln. Jetzt nochmal kurz, wie kriege ich Ethereum? Du gehst auf deinen MetaMask Wallet, also Geldbeutel, klickst hier auf Buy und kaufst hier entweder über Wire Ethereum oder du schickst einfach an deinem Konto, wenn du Ethereum schon hast, hier über diese Ethereum-Adresse Ethereum eben auf dein Konto. Dann erscheint das Ganze hier oben und wir können hier jetzt dann was eingeben und
können eben dann auch das Ganze senden. Ich habe jetzt hier leider kein Geld drauf, deswegen, oder Ethereum, deswegen kann ich hier nicht senden. Was noch wichtig ist, hier gibt es eine Toleranz. Zum Beispiel, wenn sich der Preis jetzt kurzfristig ändert, da Tencent relativ neu ist und jetzt eben auf den Markt geht, dann wird die Transaktion abgebrochen. Wenn du das vermeiden willst, gibst hier einfach 20% ein, dann kann das eben 20% variieren und die Transaktion wird trotzdem durchgeführt. Genau, dann hier einfach auf den ausgegrauten Button später klicken und dann hast du auch schon deine ersten Tencents gekauft. Herzlichen Glückwunsch. Genau, am 31. geht das Ganze und dann würde ich sagen, let's go. Viel Spaß damit und wir sehen uns dann im nächsten Video. Peace!